Ja, es ist wichtig, dass wir klare Regeln in Deutschland haben, wie wir damit umgehen, dass wir Risikogebiete haben. Ich sehe mit großer Sorge, dass wir in Deutschland steigende Zahlen von Risikogebieten haben. Mecklenburg-Vorpommern will kein Risikogebiet werden. Und wir müssen deshalb schauen, was ist möglich mit Reisen. Wir sind Tourismusland Nummer eins und haben ja die ganze Zeit schon bewiesen, dass wir 5 Millionen Touristen sicher beherbergt haben. Die sind auch wieder sicher nach Hause gefahren und dabei soll es bleiben. Ja. Es gibt viel Kritik an Ihren harten Verboten. Trotz negativen Tests müssen Urlauber noch 7 Tage im Hotel in Quarantäne. Ist das nicht maßlos? Ich finde es maßlos, wenn ausgerechnet diejenigen, die eigentlich sich Gedanken machen mussten, wie können wir wieder die Zahlen im Risikogebiet runterbekommen, sich über strenge Regeln woanders aufregen. Vielleicht macht es eher Sinn, nach Mecklenburg-Vorpommern zu schauen und sich zu fragen, machen nicht strenge Regeln Sinn? Dann kommt man auch gut durch die Krise. Wir haben die geringsten Infektionszahlen, obwohl wir in der Corona-Zeit zu unserer Einwohnerzahl von 1,6 Millionen noch 5 Millionen Touristen dazu hatten. Und das hat mit unseren Regeln zu tun. Ja. Eigentlich können Sie dann doch gleich sagen, bleiben Sie weg. Wir wollen Sie hier nicht. Überhaupt nicht. Wir sind gerne Tourismusland und wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass in diesem Jahr so viele Touristen zu uns gekommen sind, zum Beispiel auch aus Bayern, Baden-Württemberg, die noch nie in Mecklenburg-Vorpommern waren. Und ich habe viele begeisterte Touristen erlebt und viele sagen mir, dass es ihnen wichtig ist, dass wir auch dafür sorgen, dass der Tourismus hier im Land sicher ist. Als Ausweg für Urlauber, um zumindest erstmal einreisen zu dürfen, gilt ja ein negativer Test. Jetzt rennen alle los und versuchen, einen Test zu bekommen. Bräuchten wir die nicht eigentlich auch anders? Die Quarantäneregeln sind gar nicht neu. Die bestehen seit Wochen und Monaten, auch für Reisen. Und deshalb ist es keine Überraschung, dass es jetzt solche Regeln gibt. Und natürlich brauchen wir die Tests für die Fälle. Wir brauchen aber auch Tests für sicheres Reisen. Dieselben Menschen, die zum Beispiel in Berlin täglich im Nahverkehr dicht an dicht zur Arbeit müssen, dürfen bei Ihnen in MV nicht alleine am Strand spazieren gehen. Verstehen Sie das, da die Menschen sagen, jetzt reicht es mal? Ich würde mir sehr wünschen, dass die Menschen in Risikogebieten gemeinsam mit ihrer Regierung Regeln finden, dass dort wieder die Zahlen runtergehen. Ziel Nummer eins muss sein, dass die Risikogebiete in Deutschland wieder abnehmen und es nicht mehr werden. Glauben Sie, dass Ihre Linie die nächste Ministerpräsidentenrunde bei Frau Merkel am Mittwoch übersteht? Ich bin sicher, dass wir in Deutschland zurzeit alles dafür tun müssen, dass wir einen zweiten Lockdown verhindern. Und wir müssen bei der Zahl von Risikogebieten wieder runterkommen. Es geht eher darum, strenger zu werden mit Blick auf Risikogebiete, anstatt jetzt die Regeln zu lockern. Danke.